In Zeiten des Wahnsinns sucht man normalerweise einen Psychiater auf. Doch was, wenn man erst dort wahnsinnig wird? Guten Abend. Ich bin wegen der psychiatrischen Sprechstunde gekommen. Bin ich da hier richtig? Ja, ich bin gleich da. Bitte legen Sie sich schon mal auf das Sofa. Fangen Sie ruhig schon mal an, ich höre Ihnen zu. Entschuldigen Sie, aber ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier bin. Also, mir geht's gut. Ich bin einfach nur da, damit meine Freundin keinen Stress macht, verstehen Sie? Ich habe keine Probleme, dass Sie das denken jetzt. Also, mir geht's gut, ich bin psychisch total gesund. Ja, also, es gibt eigentlich nur ein Problem. Sie regt sich darüber auf, dass ich immer noch mit Playmobil spiele. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Schließlich ist das ja nicht irgendwie so, dass ich damit Leute umbringe oder so. Okay, zugegeben, manchmal hakt es bei mir auch aus. Aber das ist doch irgendwo auch normal, oder? Und mehr als eine Windmühle habe ich dabei noch nie zerstört. In Ordnung. Wo drückt denn der Schuh? Auf jeden Fall... Ach du Scheiße! Sie sind ja ich! Ja, natürlich. Ich glaube, Sie haben eine... sehr schwerwiegende Persönlichkeitsstörung. Ich habe doch keine psychische Störung. Schauen Sie sich mal an, Sie sehen genauso aus wie ich. Und warum haben Sie jetzt eine Maske auf? Mich würde viel mehr interessieren, warum da Stroh liegt. Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie keine Maske aufgehabt haben. Ich sehe Sie doch... Nun, genug der Ausflüchte. Mir wurde zugetragen, dass Sie sich für einen ominösen Ritter halten, den Sie sich selbst ausgedacht haben. Moment, Moment, Moment. Das ist einfach nur mein Künstlername. Ach so, Sie sind also Künstler. Was schaffen Sie denn so für Kunstwerke? Ja, na schön, keine Kunst, aber dafür Videos für YouTube. Sie halten sich also ernsthaft für einen großen Künstler? Nun ja, das ist nun nicht unbedingt gerade, aber... Sagen Sie, wenn Sie an Ihre Mutter denken... Ich habe verdammt nochmal keinen Ödipus-Komplex und ich wüsste auch nicht, was das jetzt mit YouTube zu tun hat. Nun, ich vermute, dass Sie die Videos machen, um Ihrer Mutter... Halt du ja meine Mutter aus dem Spiel! Sagen Sie, sind Sie immer so aggressiv zu Ihnen absolut fremden Personen? Nun, im Grunde nicht. Nur Sie haben meine Mutter... Könnte es möglich sein, dass Sie Ihre Aggressivität und Brutalität damit kompensieren wollen, dass Sie mit Playmobil spielen? Weißt du was, du Psycho-Heini? Ich gehe jetzt einfach. Ihr Weg endet hier, Mr. Bond. Leben kriegst du mich nie! Ja, hallo? Halten Sie die Zwangsjacke für ihn parat, er ist auf dem Weg zu Ihnen. Ja, was für ein Troll, sage ich Ihnen. Der hat überhaupt nicht mitbekommen, dass wir ihm das Zeug indiziert haben. Ja. War mir auch eine Freude, mit Ihnen Geschäfte gemacht zu haben. Wiederhören. Ja.